Habt ihr schon mal auf die Rückseite unserer Kondomtüte geguckt? Kooperation mit Kleinbauern in Thailand. Biodiversität durch Mischkulturen? Was meinen wir damit? Um das zu erklären, muss ich etwas weiter ausholen. Also, auf der ganzen Welt werden Pflanzen und Bäume in Monokulturen angepflanzt. Also nur eine Sorte auf einem Stück Land. Auch Kautschukplantagen werden häufig so angebaut. Die Kautschukbäume wachsen hier ordentlich nebeneinander. Unsere Latexbauern haben einen etwas anderen Ansatz. Aber komm mit und sieh selbst. Wir zeigen dir, mit wem wir in Thailand zusammenarbeiten und was Mischkulturen mit Biodiversität zu tun haben. Aus der Provinz Songkla im Süden von Thailand beziehen wir unseren Kautschuk. Dort lebt Professor Dr. Sarah Bumrung-Sri. Er hat bereits viele Forschungsprojekte mit Kautschuk in Mischwäldern betreut und durchgeführt. Mit ihm zusammen haben wir Bauern besucht, die ihren Kautschuk in Mischkulturen, sogenannten Agroforstsystemen, anbauen. Von einigen dieser Bauern, Niran, Prasan und Nataset, landet der Latex in Einhornkondomen. Agroforstsysteme wie diese haben viele Vorteile, die man in drei Bereiche einteilen kann. Beginnen wir mit den ökologischen Vorteilen. Auf Agroforstplantagen fühlt sich nicht nur der Kautschukbaum wohl, sondern viele andere Pflanzen finden hier auch ein Zuhause. Das bringt einige Vorteile mit sich. Der Bauer muss zum Beispiel kaum bis gar nicht düngen. Die unterschiedlichen Pflanzen verlieren Blätter, die zu Boden fallen und zu einer schnellen Dekompostierung beitragen. Zack, sind wieder Nährstoffe im Boden, die der Kautschukbaum für seine Latexproduktion gut gebrauchen kann. Und ganz nebenbei sorgen die unterschiedlichen Bäume und Pflanzen für eine höhere CO2-Bindung, nehmen also mehr CO2 aus der Luft auf, bauen daraus ihre Biomasse auf und durch diese Photosynthese entsteht Sauerstoff. Man findet hier auch Fruchtbäume. Wie ihr hören könnt, locken sie und ihre Insekten die Vögel an. It's like an island of biodiversity, where the insect, the bird come, right? They seek it out. Selbst auf dem Boden findet man Tierchen, wie zum Beispiel Regenwürmer. Sie tragen dazu bei, dass die Erde aufgelockert ist und besser Wasser aufnehmen kann. And earthworm, they eat the organic one, so they can survive in this farm. So the cycle is from this leaf to the earthworm and then become this healthy soil. Und nicht nur für die ganzen Tiere, die sich hier tummeln, fühlt es sich im Agroforst anders an. Auch für die Latexbauern und ihre Bäume. Denn durchschnittlich ist die Temperatur um 4 Grad geringer. Es gibt mehr Schatten, höhere Luftfeuchtigkeit und insgesamt ein kühleres Mikroklima. Unter diesen Bedingungen fließt der Latex schneller in die Eimer. Insgesamt sind die Bauern durch diese Art des Anbaus Natureinflüssen etwas abgefedert ausgesetzt. Wenn es trocken ist, hat der Boden mit den unterschiedlichen Wurzeln mehr Wasser gespeichert. Und auch bei viel Regen ist der Mischwald widerstandsfähiger. In the past few years, we found some year that very long dry period. Many big trees are dying. But in this farm, you can see that with the more stable climate, it means that the tree can survive that critical period. Mischwälder bringen auch ökonomische Vorteile mit sich. Je nachdem, welche anderen Pflanzen und Tiere noch auf der Plantage heimisch sind, können die Bauern sie entweder für sich selbst nutzen oder weiterverkaufen. Zum Beispiel diese Weberameisen. Einerseits sind sie ein natürliches Pestizid, weil sie andere schädliche Insekten fressen. Gleichzeitig kann man ihre Eier essen. Sie werden hier auf den Märkten verkauft und sollen ganz lecker sein. Oder auch Pak Liang, ein lokales Gemüse, das in vielen thailändischen Gerichten verwendet wird. Auf manchen Plantagen wachsen auch Früchte und Gewürze wie Snakefruit, Ananas, Zimt oder Pfeffer. Einige Bauern sind Imker und halten Bienen, stachelfreie Stinglessbees, die in der Region heimisch sind und köstlichen Honig produzieren. Manche Bauern, wie zum Beispiel Nataset, schreinern aus dem Holz ihrer Plantagen tolle Möbel, die sie weiterverkaufen. Allgemein haben die Bauern durch die Holzbäume Langzeitinvestitionen, die sich auszahlen werden, wenn die Kautschukbäume alt und nicht mehr produktiv sind. Aber auch heute schon können sich die Bauern einige Baumarten, wie zum Beispiel den Adlerholzbaum, zunutze machen. Agarwood is one wood that very commercial in Arab countries. They burn this resin to make you relax. Auch bei der Pflege der Plantage werden Kosten gespart. Auf Monokulturplantagen werden oft chemische Herbizide benutzt oder das Gras abgeschnitten.
Hier ist das nicht notwendig. Und auch durch die Zusammenarbeit mit Einhorn haben die Agroforstbauern einen finanziellen Vorteil. Denn gemeinsam mit unseren Experten vor Ort integriert Einhorn die Bauern in die Lieferkette der Kondome. Und sie bekommen eine Prämie für ihren Agroforestry-Latex. Mischwälder sind auch gut für die Menschen. Derzeit arbeiten wir mit 30 Bauern aus der Region zusammen. Sie tun, was sie tun, weil sie die Natur lieben. Sie lernen voneinander und arbeiten mit Einhorn und der Latexaufbereitung Patex zusammen daran, den Kautschuk rückverfolgbar weiterzuverkaufen. Dadurch, dass sie selbst gelernt haben, wie man den Latex wiegt und die Qualität misst, sind sie unabhängig von Zwischenhändlern geworden, denen sie sonst den Latex verkauft haben. Es ist super schön zu sehen, wie sie voller Begeisterung und Stolz zeigen, was sie machen und wie ihre Idee Nachahmer findet. Auf der Suche nach dem nachhaltigsten Kautschuk war immer wieder die Rede von diesen Bauern in Südthailand, die es anders machten. Die experimentieren, um das Leben zurück auf die Plantagen zu bringen, wo die Böden feuchter und nährstoffreicher werden. Leider interessierte sich bloß keiner außerhalb der Wissenschaft dafür. Und die Bauern verkauften ihren super nachhaltigen Latex, genau wie alle anderen, zum gleichen billigen Preis, der vom Weltmarkt bestimmt wird. Tja, und so kommen wir ins Spiel. I must say that Einhorn is the first company that came to us. But when Einhorn come, it's like you turn on the switch to shed the light to others. So many people learn and would like to explore. I think Einhorn changed the game now. Mit unserem Team vor Ort bauen wir gerade die Strukturen auf, die notwendig sind, damit der super nachhaltige Latex der Bauern in unseren Kondomen landet. Und vor allem auch das bekommt, was er verdient, nämlich einen fairen Preis. Da hat uns auch Sudita, die Latexaufbereiterin in unserer Lieferkette, zugestimmt. Why don't we just make it the better value for the farmer? If we don't do it, the farmer will no more longer a farmer. They will change to another job and no more farmer left. Außerdem wollen wir Transparenz und natürlich im besten Fall, dass die Anbauweise viele Nachahmer findet. Wir wollen aber nicht die Ansagen machen, sondern die Spielregeln kommen von den Bauern, mithilfe eines sogenannten Participatory Guarantee Systems. They know far more than we do if they've been living in these systems and they can set their vision, they can set what are the standards, where do they want to achieve. Natürlich wollen wir das Wissen der Bauern weitergeben und hoffen, dass das der neue Standard wird, wenn es um nachhaltigen Kautschukanbau geht. Man wird ein Motivationsschub ไป กับ คน ที่ ทํา สวน ยาง เชิง เดียว ให้ เปลี่ยน Für manch einen mag das ambitioniert oder gar verrückt klingen, aber vielleicht ist ein bisschen Verrücktheit auch genau das, was es jetzt braucht. Some of the people will look at that we are crazy people. Okay, we are crazy, but we want to make things happen and we'll see how crazy we can be. That's it.